Herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauer. Für dass wir so richtig in Schwung kommen, hat uns die Ländlerkapelle Oberalp der Schottisch gespielt im Städtlitzer Berg. Die Kinder wissen jetzt natürlich schon, um wen es geht. Wir begrüßen ganz herzlich den Luzi Bergamin und seine Gäste, die er eingeladen hat. Luzi Bergamin, von wo kommt ihr eigentlich? Ich komme von Fatz. Oberfatz. Das ist im Kanton Graubünden. Das ist in Graubünden, im Albulental, ja. Ja. Und wie seid ihr eingestiegen in die Musik? Wie habt ihr angefangen? Ja, mein Vater hat 45 Jahre Dorfmusik geleitet und ich bin mit 13 Jahren bin ich in die Dorfmusik eingetreten. Ja. Und nachher, sukzessiv, hat man da weitergemacht und bin dann im Militärdienst habe ich die Unteroffizierschule gemacht und dann abwechslungsweise das Bataillonsspiel dirigiert, das Regiment, das Bündnerregiment. Brigade 18 auch einmal und von 39 bis 42 das Spiel vom Bewachungsbataillon vom General. Ja. Nachher bin ich wieder zu den Bündner gekommen. Wir haben jetzt einen Dienstkollegen, ja bei euch, der Georg de Marmels. Wie war das gewesen, so zu spielen unter dem Wachmeister Bergamin? Ja, wir haben mit unserem ehemaligen Wachmeister Luzi Bergamin ein sehr flottes kameradschaftliches Verhältnis gehabt. Für seine Trompeter war er immer besorgt wie ein Vater. Mhm. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, Marschmusik, und zwar einen von den neueren Märschen von Luzi Bergamin, der Dubak. Und zwar spielt uns das Dubak-Pflanzermusik aus den Kantonen Luzern und Aargau. Wir sehen jetzt hier den Dirigent, der Franz Emmenegger, der dem Luzi Bergamin den Dirigentenstock übergibt. Thank you.
ja nicht Zufall, Luzi Bergamin, dass wir hier Tubak gesehen haben. Was habt ihr zu tun mit Tubak? Ja, Zufall ist es sicher nicht. Ich bin nach Bern berufen worden von der Oberzolldirektion und bin dann in 1958 vom Bundesrat als Abteilungschef gewählt worden und habe meistens, sagen wir, mit dem Tubak zu tun gehabt, nebst der Brauerei. Und das hat mich so fasziniert und ich hatte so ein gutes Verhältnis mit den Tabakpflanzen, dass ich halt den Marsch komponiert habe. Ja. Wir sind ja jetzt nicht da wegen eurem Beruf, sondern wegen der Ländlermusik. Wo hat das angefangen bei euch? Angefangen hat es in Basel. Und zwar mit der Frenzeli-Musik von Dr. Brunies. Da musste ich ihn aufstecken, weil im Konservatorium haben meine Lehrer verboten, Ländlermusik zu machen. Dann komme ich nach Bern, öffne der Zufall die Illustrierte und sehe da die Studentenländlerkapelle. Ich habe gesagt, Himmelwetter, das wäre jetzt etwas für mich. Und habe mich da gemeldet und so bin ich reingekommen. Im Übrigen haben wir da den Herrn Dr. Brunner, den Gründer da von der Studentenländerkapelle. Der weiß besser als ich das. Ja, Dr. Heinz Brunner, wie ist es und warum ist es dazu gekommen? Ja, wir haben dort natürlich einen herrlichen Glücksfall mitgemacht. Wir haben unsere drei Mediziner und einen Jurist mit den 30er Jahren die Studentenländerkapelle Bern gegründet und haben dann wir als Hofkapelle vom Radio Bern ist eben die Reportage in der Illustrierten, Radio Illustrierten gekommen. Und daraufhin hat uns einen angerufen, ob wir ihn brauchen könnten. Und zwar genau im Augenblick, wo der vierte Mann von uns die Universität gewechselt hat. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie uns das gepasst hat. Und der Luzi Bergamin war der vierte Mann, hat uns eingeladen zum Proben. Und als er das erste Mal mitgespielt hat, hat es gerade wunderbar geklappt. Und er hat, glaube ich, dort angefangen zu komponieren? Ja, es ist ein bisschen so gegangen, dass ich habe sicher nicht komponiert, aber mir ist von Zeit zu Zeit einmal eine Melodie eingefallen und ich habe die aufgeschrieben. Und weil der Luzi Bergamin so wahnsinnig gut die zweite Stimme gespielt hat, zum Stück, wo er überhaupt das erste Mal gehört hat, habe ich ihn angeregt und habe ihn motiviert, er soll doch selber anfangen, Ländlerstücke komponieren. Und er hat dann auch das gemacht, und zwar mit vollem Erfolg. Und wir haben aber nicht nur für seine Stücke können brauchen, sondern eben hauptsächlich für die bäumige zweite Stimme, die er gemacht hat. Ja. Und die Musik von Luzi Bergamin wollen wir jetzt noch ein bisschen hören. Mit dem Schweizer Örgali-Duett Berner Ländlerfreunde mit dem Walzer Mondschein fahrt auf Wassergrab. Der hat ja Chorlieder komponiert. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Ja, angeregt für Chorlieder zu komponieren ist schon der Chor Viril Romansch von Bern. Ich habe einfach das Gefühl, ich sollte mal auch dort einsteigen und probieren. Wir haben den Präsidenten da von diesem Chor, der Platzi Frey. Herr Frey, was hat der Luzi Bergamin für eine Rolle gespielt in diesem Chor? Ja, in diesem Chor Viril hat der Luzi eine sehr grosse Rolle gespielt. Er hat den Chor ja auch gegründet. 1948 war das. Es erzählt, es sei jemand Sonntagmorgen nach dem Frühschoppen, wo es zachte hoch angefangen hat, die Bur souverän singen in einer Wirtschaft. Und der Chor hat dann 30 Jahre lang fast dirigiert, ehrenamtlich, ohne Gage. Vielleicht zahlen wir dann noch mal etwas, aber aussicher. Und heute singt er noch weiter mit. Und seine Kompositionen singen wir immer wieder gern. Die Sänger sind begeistert, wenn sie die Kompositionen singen können. Und er selber griff dann sehr gerne wieder zum Taktstock und dirigiert etwas selber, auch heute noch. Luzi Bergamin, was hören wir jetzt für ein Lied? Das ist im Princes, Prosit. Prosit heisst ja, das. Ja, der Chor Viril Romansch singt.
Syamis, Syamis, Syamis ad une viva. Viva quei cinque zanzet, nostra bella e giardina, dall'infanzia nostra ciuna. Nos plagiaire, nos valet, nos plagiaire, nos valet. Viva, une viva, une viva. Syamis, Syamis, Syamis ad une viva. Viva nostra voce il ton, viva vinde d'allegria, le piangiante d'armonia. Viva pace d'union, viva pace d'union, viva une viva ad une viva. Syamis ad une viva, viva quei cinquant ont'aint, nostra bella gioventuna, legge core buona luna. Dalla vita l'orna maint, dalla vita l'orna maint, viva une viva ad une Das war eine Komposition. Luzi Bergamin, wie viel waren es eigentlich im Ganzen? Chorlieder etwa 16, 15, 16. Und Ländlermusik, da habe ich schon etwa 350. Märsch, Militärmärsch etwa 10, 12. Könntet ihr uns noch das Rezept verraten, wie das ihr dort komponiert? Das kann ich Ihnen nicht verraten. Das weiß ich also nicht. Das kommt halt einfach. Entweder hat man es oder man hat es nicht. Aber erklären, haben mich schon viele gefragt, das kann man nicht erklären. Bei welchen Gelegenheiten kann euch das in Sinn kommen? Wenn es gerade etwas in den Sinn kommt, dann sieht man her und fängt an aufzuschreiben. Wenn es mal auf der Tour. Auf der Tour, wie ihr jetzt hier zum Beispiel an ihrer Seite. Wer ist der euer Begleiter? Das ist der Fritz Richard, mein Tourenkamerad. Das ist 85. Aha. Und welche Gegend tut ihr so bevorzugen? Ja, wir gehen schon ins Wallis. Wir sind jetzt hier in Berner Oberland. Wir gehen ins Wallis, weil es dort einen besseren Dohl gibt. Also ist es wegen Dohl? Ja, zum Teil schon. Aha. Ja, jetzt siehst du. Aber wir sind dort rauf mit der Ski. Weißt du, was so eine Sonne ja, ja. Ja, ja. Ein Steiß gibt? Das vergesse ich halt von mir. Ich habe fast keinen Geist. Das ist das. Aber wenn man von Gstaad oben herkommt, dann kommt man auch dort rauf. Ja, Der Tuff ist Lohne, ist Lohne. Ja. Statt ist in der Richtung. Ah ja, das ist ja. Wenn ihr jetzt keine Lust habt, zum Wandern, was macht ihr denn? Ja, da habe ich ein Haus daheim und einen Garten. Und da habe ich halt Blumen pflegen und Rosen. Und gehe manchmal 50 Mal Steige rauf. Und runter, aber ihr jetzt gerade Besuch bekommen? Ah, das ist mein Sohn mit dem kleinen Luzi. Er ist Gymnasiallehrer in Bern. Da habe ich aber noch eine Tochter, die wohnt in der Westschweiz. Aha. Die eure Kinder auch Musik machen? Ja, sie machen schon auch Musik. Singen hauptsächlich. Mhm. Wie lange wohnt ihr eigentlich da schon im Haus? Ob seit 1947. Seit 1947 ja, seid ihr da. Ihr habt eine wunderbare Aussicht auf die Stadt. Ich glaube, das ist ja genau die richtige Atmosphäre, die es so braucht, um zu komponieren. Ja, es ist also schön, es ist ruhig. Das muss man haben, sonst kann man sich nicht konzentrieren. Ihr habt ja auch eure Stube, wo ihr Zeit und Platz habt zum Komponieren. Und da möchten wir euch jetzt gerne ein bisschen über die Achseln schauen oder mal probieren herauszufinden, was ihr im Moment gerade macht. Da bin ich jetzt gerade dran, ein Chorlied, ein vierstimmiges Chorlied, Ave Maria, das ich komponiert habe für Männerchor. Und das tue ich jetzt einen neuen Satz machen für gewischter Chor. Und das hier ist mein letzter Marsch, den ich komponiert habe für die Musikgesellschaft Watz, Oberfatz. Das heisst Donata Watz, unser Freiherr. Es gibt natürlich sehr viel Arbeit, weil man hier sämtliche Instrumente
muss schreiben. Das sind ihre Zahlen etwa 25, wenn man nicht Harmonie will machen. Und das ist ein Marsch, den ich für meine Berner Ländlerfreunde komponiert habe. Das ist ein zweistimmiger Satz für erste und zweite Klarinette. Ein bisschen mehr Piano im ersten Teil. Sonst ist es gut. Aber im ersten Teil noch ein bisschen mehr. Spielen. Prima. Jetzt hat der Bündner Zwick drin. Weißt du? Herzlichen Dank, Luzi Bergamin, dass ihr zu uns kommt mit euren Gästen. Noch ein paar Hinweise auf andere Sendungen. Am Freitag, 7. März, Feierabendsendung, das mal mit dem Thema Gebäck. Und in zwei Wochen, am 15. März, das volkstümliche Wunschkonzert Bodenständige Kost. Und die nächste Sendung, unsere Musik, ist in vier Wochen, wenn der Heiri Meier zu Gast ist. Und jetzt kommen wir zum Schlussstück. Wir hören jetzt das, was wir von der Probe her schon ein bisschen kennen, für meine Berner Ländlerfreunde. Ich sage euch auf Wiedersehen, habt immer eine schöne Zeit.